könnt ihr mal bei Amazon gucken. O-C-O-O-L. O-Cool heißt es. Okay, cool. Ja, SteelSeries QCK++, glaube ich, heißt es. Finde ich auch übel nice. Das ist mit dem hier zusammen ja die besten Mauspads, die ich bis jetzt benutzt habe. Ich mag halt so riesige Dinger. Also riesige Mauspads. Wo du halt auch die Tastatur draufstellen kannst und so. Weil ich spiele halt Low Sense und ich find's einfach angenehmer, keine Ahnung. Heute Abend nach Fortnite was mit Basti. Ich hatte überlegt, tatsächlich eine Runde VR zu daddeln oder Konsole. Und ich habe jetzt meinen Cam-Link, wo wir also quasi, ja, Konsole spielen können. Vielleicht machen wir VR-Shit, Jungs. Ich bin mir nicht sicher, um ehrlich zu sein. Lasst euch überraschen, okay? Vielleicht spiele ich heute auch den ganzen Tag Fortnite, Mates. Ich würde echt sagen, lasst euch halt einfach überraschen. Ich weiß es halt einfach nicht, okay? Ich weiß es halt einfach nicht. Sorry, Bros. Hast du eigentlich schon mal Drogenkonsum betrieben, außer Alkohol? Ich will jetzt nicht Ewigkeiten drüber reden, bruh, ehrlich gesagt, aber ich habe nur Gras konsumiert und davor hatte ich am Anfang auch übelst Respekt und immer auch, also ich habe immer noch übel Respekt davor. Also, ich finde, man muss auch bei sowas wie Alkohol zum Beispiel immer mit Respekt an die ganze Sache rangehen. Immer mit einem gesunden Menschenverstand. So dumm und behindert, wie das klingt, aber das finde ich halt einfach wichtig. Nice! We are here mit einem Mate wäre VR und Multiplayer. Ich habe aber keinen Mate, der noch eine VR-Brille hat. Wir wollten Basti noch eine organisieren, aber wir sind irgendwie bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Kann ich We Were Here auch alleine spielen oder ist das schon so ein Game, was man zu zweit spielen müsste? Ich kenn's nicht, um ehrlich zu sein, deswegen frage ich. Only Coop? Okay. Ja gut, dann brauchen wir es nicht abchecken. Ich glaube, Jungs, ich glaube, dass wir VR heute nicht machen. Weil ich möchte das nicht onstream alles testen müssen, sondern ich möchte das einfach onstream. Ich möchte das nicht alles onstream aufbauen müssen und so. Und testen müssen und so, sondern ich möchte das alles offstream einrichten, dass alles dann funktioniert. Und dass ich die Games. Ach, wie unlucky. Dass ich die Games dann auch vielleicht schon vorher runterlade und so. Und, dann machen wir es morgen, würde ich sagen. Morgen oder Sonntag? Mal gucken. Du Runden danach? Ich. Wenn jemand cooles online ist, ich meine. Wir müssen gucken, wer online ist, Brody, to be honest. Wir können ein paar Random Duos machen oder so. Oder Random Squads oder sowas. Schauen wir mal, Mate. Alright. Aber was. Wieso fragst du, Bro? Reiche ich dir nicht oder was? Bin ich nicht entertaining genug für den ganzen Laden hier oder was? Monte. Jungs, coole Leute. Wenn die Falle funktioniert, Jungs, 10er. War das der geschossen hat? Oh, geil. VR? Chat, warum flamet ihr eigentlich immer alles, was ich irgendwie normal ausspreche, Jungs? Es heißt halt VR. V-V-R-R. VR. Virtual Reality. Mates, was sagt ihr denn? VR? Isaiah? Mates? Wiffy? Jungs, ihr gebt mir langsam, weißt du, langsam, Jungs, ich meine, ihr habt viele Freiheiten hier in diesem Channel, aber langsam, Jungs, langsam, müsst ihr vielleicht mal eure Grenzen kennenlernen? I don't know. Mates, ich finde die Hunting Rifle so dope, ne? Sieben Damage. Ja, moin. Jungs, ich war gerade vor dem Stream bei so einem Burgerladen und hab mir so einen Cheese-In-and-Out-Burger gegönnt, Jungs. Das war einfach ein Burger, da war so ein Patty und in dem Patty war Käse und über dem Patty war Käse. Und dazu gab's Chili-Cheese-Fries.
Alter, einfach, Pommes. Einfach Pommes mit Chili con Carne drüber, quasi, also mit so, ne? Jalapenos und Käse, Bro. Boy. Boy, Alter. Gönnung, Alter. Maximal. Ich würde dich schon gerne pushen, Jungs. Was meine ich? Schon ein bisschen risky. Aber, Jungs. Ah, nee, nee. Fuck it, fuck it. Die Zone ist mir zu risky. Wir chillen ein bisschen. Ich weiß nicht, also an die Berliner, ich weiß nicht, ob ihr Hauptstadtburger kennt, aber da waren wir. Man sagt, glaube ich, dass es der beste Burgerladen in Berlin sein soll. Aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Also, ich war bis jetzt nur bei Burgeramt und Burgersteig. Die beiden waren auch relativ nice. Aber ich habe mal gehört, das soll der beste Laden sein. Heute noch Welcome to the Game. Oh, Welcome to the Game ist tatsächlich eine gute Idee. Ich will es unbedingt durchspielen, Alter. Vielleicht. Mal gucken. Ich meine, das Ding ist, ich habe echt Ehrgeiz, bei Welcome to the Game den ganzen Laden durchzuzocken. Aber auf der anderen Seite, Digga, das Game jeden Tag zu zocken, ist auch mal so ein bisschen. Ich meine, das ist halt so ein Point-Click-Adventure, Alter. Du darfst halt einfach die ganze Zeit nur irgendwas anklicken und so und. Oh, guck mal, er macht erstmal Bob den Baumeister, Junge. Das macht er super, hallo Ronny. Also wenn das kein Headshot war, dann bin ich Thorsten Becker, Alter. Wer auch immer Thorsten Becker ist. Jo, geil. Ich höre nichts. Ich höre nichts. Wait, what? Was ist gerade passiert? Ich habe nur so ein USB-Geräusch gehört. So ein Din-Din-Din-Din. Din-Din-Din-Din. Ja, geil! Okay, ich habe jetzt Sound auf meinem Bildschirm. Okay, wie können wir das jetzt fixen? Warte mal. Ich habe schon mal hingekriegt, Jungs. Und ich meine, ihr kennt mich ja als professionellen Streamer, richtig? Richtig. Ich krieg das hin. Ich musste meiner Katze kurz ein Stück Pappe wegnehmen, Alter. Die ist ja komplett ausgerastet. Was haben wir denn beim letzten Mal gemacht, dass es wieder funktioniert hat? Ich weiß es ja gar nicht mehr. Deaktivieren wir mal den Bums. Und aktivieren den Bums. Okay, gewinnen wir kurz die Runde ohne Ton, Jungs, okay? Stellt euch einfach vor, ich mache jetzt einfach die Sounds, okay? Ich mache jetzt einfach die Sounds, Jungs. Wir brauchen keine Sounds. Ich mache einfach selber die Sounds, okay? Boah, ich hab übel Lags in-game. Ein FPS, Alter. Bro, ein FPS in-game. Holy shit. Oh, ich weiß, wie ich es fixen kann, Jungs. Ich weiß, wie ich es fixen kann. Passt auf, ich fixe es eben für euch, okay? Weil ich ein professioneller Streamer bin. Ich möchte aber, also macht schon mal eure Pogchamps ready, Jungs. Ich werde es zu 100% fixen. Und ihr werdet sowas sagen wie, oh mein Gott, Kevin, du bist der krasseste. Wie kann nur einer so krass sein wie du und so. Easy Points, Jungs. Haben wir noch Zeit, um kurz den Bums da hinten zu looten? Ich glaube schon. Holy! Wo ist denn Olle Ronny hin jetzt? Oh shit, Alter. Okay. Gut, keine Ahnung, was hier passiert ist. Er ist irgendwie gestorben, aber wie jetzt genau, weiß ich auch nicht. Aber Mates, ich sag ganz ehrlich, soll mich auch einfach nicht jucken.
Mann, wie cool es einfach wäre, könnte man so eine Art Texture Pack reinmachen mit anderen Sounds. Ich weiß nicht, ob das rein theoretisch gehen würde, weil man kann ja auf die Game-Files zugreifen, auch auf die MP3s quasi. Also es sind ja keine MP3s, die Files heißen ja irgendwie anders, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Also man kann ja auch auf die Sounds zugreifen. Und vielleicht kann man die changen, Digga. Und dann kann man so seine eigenen Sounds reinmachen. Bam, wäre das sick. Machen wir mal den Ehrenlosen. Warte mal, wir könnten mal diese neuen Granaten mitnehmen. Die kann man ja anscheinend ein bisschen weiter werfen. Ach du Kacke, die gehen bis da hinten? Ach, holy shit. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass man die so weit werfen kann. Oh, fuck me, Alter. Okay, einer ist down. Ich weiß nicht, wer. Oh, wir haben nicht mehr so viel zum Bauen, Jungs. Holy shit. Ja, dann auf geht's, Alter. Wo ist er hin? Damn, son, where'd you find this? Ich habe ihn hier unter mir gesehen, aber ich sehe ihn nicht mehr. Fuck. Jungs, erste Runde, erster Win. Nicht der beste, aber es ist so retro.